Ein Glück oder ein Lächeln. So ein Glück, dass Luise Glück den Literaturnobelpreis 2020 bekommen hat bzw. bekommen wird. So ein Glück, dass unser monatlicher Schreibworkshop diesen Monat statt am 1. am 2. Donnerstag stattfindet. So ein Glück, dass diese Mitteilung heute kam und nicht erst am nächsten Donnerstag, dem Buchmessendonnerstag, wie es meistens der Fall ist. So ein Glück, dass Luise Glück Poetin ist. So ein Glück, dass sie mich inspiriert zu Lakonie, zu weniger ist mehr, zu einem Gedicht. Was das mit einem Lächeln zu tun hat? Seit der Nobelpreisbekanntgabe um 13 Uhr habe ich dieses Lächeln im Gesicht. Es kam einfach, machte mich glücklich, nahm mir das Problem, was schreibe ich? Hilfe, ich habe keinen Text für heute Abend. Nun habe ich einen. Du hast ihn soeben gehört. Und, wenn ich mich nicht ganz stark täusche, hast du jetzt ein Lächeln im Gesicht.